Soll das da das Quantenkristallzeug sein? Ich meine, das ist sehr kristallig, ne? Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Thank you. So. Wir könnten mal. Also Farming haben wir. Haben wir es eigentlich durch erforscht? Wir lassen das doch nochmal. Wenn wir nicht durch erforscht haben, weil garantiert ist da noch irgendwas zu tun. Wir gucken erstmal. Hätte mir irgendwann so ein Bäumchen hingebaut für Thumbnail und sowas. Ist gerade für mich die Frage, mache ich die Produktion da unten einfach mal aus? Hat mir die Schnecken, die da über sind. Den ganzen Kram da oben hin. Was machen wir mit den ganzen Eiern? Die stehen ja jetzt auch alle. Wir gucken erstmal. So. Ist noch keine angekommen? Da sind gelbe angekommen. Gelbe gehen durch. Ignoriere ich das einfach, weil wir sind ja. Nee, einfach nur. Okay, die werden einfach nur alle blau angezeigt. Da ist schon ein bisschen paranoid. Okay, hier kann einfach gerade nichts raus. Ist gut, dann passiert da auch nichts. Lassen wir so. Das lassen wir so. Hier geht. Hab ich aus Versehen Geber gemacht. War keine Absicht. Sieht bei dir aus hier mit Butter. Da kommt was an. Wie sieht das bei dir aus? Nur auch. Okay. Also. Da unten brauchen wir nicht. Das heißt, wir holen uns jetzt. Wir lösen den ganzen Kladderadatsch hier unten. Und das machen wir, indem wir sagen. Das, was schon da ist, ist ja auch sehr voll. Ja, so. Also, Punkt 1. Hier wird umgebaut auf machen wir Any oder machen wir nur Overflow? Na, erstmal nur Overflow. Dann sollten die jetzt alle schön darum da hochgehen. Sehr schön. Du kannst dann mal zu Ende braten. Okay. Und wenn ich Any mache, dann würden die nur noch gearbeitet. Dann könnten wir eigentlich hingehen. Wenn die blauen hier. Steht doch hier drin, ne? 44 bis 55 und 22 bis 38. Und hier haben wir. Ups. Das sollte passen, aber das ist zu warm. Okay. Also das wird nicht funktionieren. Und natürlich die blauen jetzt hinschmeißen. Ah, also. Ja. Okay. Hier schmeißen wir sowieso eine ganze Menge weg. Machen wir den hier jetzt. Hier machen wir, wechseln wir ab. Wir machen jetzt hier Annie und hier, na, das geht jetzt alles da lang. Die werden noch abgearbeitet und fertig.
dann sind wir da durch. Was passiert jetzt? Okay. Gleichzeitig gehen wir hier hin, gucken so ein bisschen durch die Gegend. Gucken wild da drauf. Und nehmen mal wieder Biomasse raus. Dann kann ich hier weiterlaufen. Blaue haben wir gesagt, gehen da hinten lang. Offensichtlich haben wir das gesagt. Das ist ja okay. Das ist alles. Da fehlt die zweite Schnecke. Okay. Ich verstehe. Das heißt, die müssen schön dahin laufen. Wir müssen einfach hier ein bisschen Ordnung schaffen, sonst geht das. Die kommen jetzt oben alle rein. Sehr schön. Wir haben dort, da läuft das durch. Blaue kommen wieder hier hin. Aber warum läuft das hier eigentlich nicht? Hier ist halt sehr langsam, ne? Wie wollen wir das machen? Das ist die erste Schnecke, da könnten wir nur blau hinleiten und dann nur gelb, ne? Wenn wir das einstellen könnten, weil ich habe immer noch keinen Intelligenten dahingesetzt. Würde es Sinn machen, die gelben. Nee, wir lassen laufen. Wir lassen einfach laufen. Ich ignoriere alles und lasse einfach laufen. So. Aber in der Zwischenzeit haben wir hier was anderes. Dort geht Annie und hier geht Nanlang. Nanlang! Oh. Da kommt eine gelbe mit. In der Zwischenzeit nehmen wir uns hier alle Nicke weg. Jetzt haben wir da drin 5 Stück. Sobald das soweit ist, dass der hier durch ist mit dem ganzen Spiel. Den können wir jetzt erstmal abbauen hier schon mal. Jetzt sich das sowieso erledigt. Das geht alles da hoch. Wunderbar. Ihr lauft da lang. Gucken wir mal, wie das aussieht. Zum Beispiel, wenn hier nachher noch was drin bleibt. Was ich aber definitiv schon mal rausnehmen kann, ist das. Das brauchen wir definitiv. So. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Da kommt eine blaue Schnecke an. Reicht die jetzt für die zwei, weil dann brauche ich die nicht. Ich nehme die hier vorsichtshalber mal vom Band. Und die ebenfalls. Und diese dort. Achso, und ruhig her. Ist mir egal. So, du bist schon mal soweit durch. Hier sieht das gut aus, ne? Die eine müsste gleich ausgehen. Na komm. Ja.
ich die noch für die, aber das sieht so aus. Soll ich noch eine nachlegen? Oder sage ich einfach, komm, ist egal. Gucken jetzt. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal ein blaues Ei, aber... Mal fest aus dem Inventar, die sollte ich vielleicht auch nochmal... Wäre das? Konnte ich nicht forschen? Irgendwas war da. Dafür jetzt ein, das ist ein Großkreislauf. No. Das machen wir nicht. Lassen die da hinten rauslaufen. Damit die hier... Hammer. Wollte ich drücken. Kein Trick da oben. Du machst einfach mal fertig. Du bist fertig. Das heißt, ich kann dich abreißen. Nun gehen wir hin. Machen hier oben. Egal, dann kommt da unten halt Bauer an. Ein 10er Gelb nehmen wir mal. Wie können wir die nämlich? Die kommen von da, werden abgearbeitet. Blau geht da runter. Okay. Dann gehen wir hier hin, nehmen schon mal, was wir an Roten haben. Mit. Dann nehmen wir einmal komplett mit. Ja, ist ein Problem. Was machen wir mit den Eiern? Wir... Wir Container dazu. Es wird sich anbieten. Am besten genau wie hier. Ja, wie gesagt, hier schmeißen wir alles Bekannte rein. Das heißt, hier kommen der gelben rein, der roten rein, der blauen rein. Bei blau und das ist uns, gut steht auch schon an, aber blau könnten wir einmal anstehen lassen. Blau könnten wir einmal anstehen lassen. Blau, 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 blau. Blau blüht der Enzian einmal da rein. Dann gehen die hier rüber. Perfekt. Jetzt ist nur noch das Ding. Das Futter hier. Das läuft halt noch zu Ende. Der da hinten soweit ist, dauert eh noch. Sollte aber soweit passen, abgesehen davon, dass da vorne noch was weggeht. Da geht eh nichts mehr lang. Ist doch soweit schon mal ganz... Also wie ihr merkt, ich habe mal heute wieder keinen Plan, was ich machen will. Hinter eigentlich hingehen. Oh. Mir ein 10er zwischenspeichern, oder? Was ist denn, wenn ich hier hingehe? So, wir machen folgendes. Schnappen wir uns davon. Nein. Wir machen 3 Stück davon. Wir brauchen also 15 da. Kein Problem. Dann kamen wir hier. Die machen wir eben. Stellen wir die schön übereinander. Und dann geht jedes Band in einen Container rein. Und auch vorne wieder raus. Das heißt, das bauen wir um. So, das ist schon durch.
Mal hier vorne hin. Da kommt das raus. Das heißt, wir stellen den ungefähr hier hin. Packen den zweiten oben drauf. Den dritten da drauf. Dann sagen wir, wir hätten gerne Strom hier runter. Das Ding ist auch exklusiv hierfür. Das heißt, wir können dich da anschließen. Dann haben wir nämlich noch einen frei. So. Jetzt machen wir das Ganze so, dass wir genau auf diese Stelle hier den Kram draufsetzen. Den wir gar nicht so hoch brauchen. Sondern wir setzen da unten noch so. Dann gehen wir hin, nehmen nämlich dieses Band, sagen ihm von da hier dran dahin und da und packen hier die roten Eier. War auch richtig, oder? Sind lila, also Apfel, ne? Gelb kommt jetzt dahin. Gleiches Prinzip. Wir reißen Dinge ab. Sagen. So. So. Und. Ja, da war ja was. Da kommt man ja nicht so leicht dran, wie ich gedacht habe. Dort kommen die rein. Also Yellow from the Egg. Und dort oben. Kommt der hin. Der wird jetzt spannend. Funktioniert so nicht. Wir brauchen jetzt ernsthaft einen normalen Container, um da dran zu springen, einmal den zu machen. Wir hoffen, dass alle davon raus sind, hier lang zu gehen und diesen dran zu setzen und dort dran zu setzen. Okay. Das ist schade, dass die Leiter an der Seite nicht funktioniert. Das nehme ich da hinten schön sauber ablaufen. Und oh, hier kommt mal eine blaue rein. Ist schon. Warum ist hier Yellow drin? Und Blue, weil Blue und Yellow. Liebe Schnecksche, ihr gehört hier gar nicht rein. Wenn ich jetzt hingehe, diese Suche. Wo seid ihr hergekommen, dass ihr da drin gelandet seid? Oh Gott, ja. Natürlich. Natürlich landen die da. Weil es kann ja immer mal passieren, dass da auch eine gelbe entsteht. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Oh. Kann sich das da was drin ist und dann. Okay. Ich habe quasi hier einen Durchgang geschaffen. Auch schön. Jetzt gehe ich nach da unten und hole mir die ganzen Eier. Bin ein bisschen beeindruckt von dem Sprung. Muss ich. Ne? Bin ich early am Bienen? So. Alles raus, alles raus, alles raus. Komm her. Fertig.
Aber wie viel hängt denn da noch rum? Den brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Gucken, ob da ein Ei drauf lag. Oder waren das mehrere? Keine Ahnung. Hier sind auch noch vier drauf. Oh, arbeiten die mal ab. Sehr gut. Dann sind wir den bald los. Okay, da steht schon ein bisschen was an. Wie sieht das hier aus? Das lassen wir jetzt so, das kann auch so bleiben, das ist okay. Hier kommen natürlich jetzt noch Eier. Oho. Das nehmen und weg damit. Was ist hier drin? Blütenblätter. Warum ist hier ein leerer Container? Achso, da gehen die durch, okay. Ihr könnt erstmal da langlaufen, alles in Ordnung. Da läuft das lang, das geht da hinten hoch. Das ist okay. Hat mir ein bisschen Weg. Da dran, los da dran. Wie sieht's aus? Habe ich irgendwelche Schnecken, die ich anschmeißen kann? Ja, hab ich. Und dann müssen wir hier. Das sind die Bonnen. Die können wir so reinwerfen. Und die blauen müssen nach oben. Die blauen müssen nach oben. Da werden jetzt ein paar geschreddert. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Aber in Ordnung. Schon. Das haben wir, da kommen wieder welche rein. Eine blaue. Müsste man eigentlich da noch mal gucken, wenn man blau, gelb oder doppelt kriegt, dass man die auf den drauf setzt. Wir das hin. Probieren wir mal. Wir brauchen dafür zwei Merger, die hier drauf gehen müssen. Einen dort und einen davor. Und hier brauchen wir Smart Splitter, zwei Stück. Das könnte schwer werden. Gucken wir mal. Also. Mal mit dir an. Du gibst alles durch. Aber. Eigentlich gibst du hier die Undefined durch. Die Undefined. Und rechts kommt. Wir fangen mal mit Purple an. Purple. Lack kommt rechts raus. Und links machen wir. Yellow Slug.
So. Dann gehen wir hin und setzen. Damit einen Lift dran. In diese Richtung. Und sagen. Der Seite kommt ein Lift. Du machst an. Du bekommst erstmal any undefined. Du bekommst yellow. Und du bekommst blue. Also theoretisch müsste das klappen. Das ist ganz wild. Alles, was da aus Versehen rauskommt, was aber von hier eigentlich schon bekannt ist, geht hier rüber, jetzt wieder da drauf, um da reinzukommen, damit ich hier nicht mehr das habe. Habe ich doch jetzt richtig verstanden, oder? Okay. So, technisch sollte auch kein Problem sein. Halleluja. Boink. Wie sieht's bei dir aus? Du stehst hier so einsam rum. Noch 9 Stück. Oh, Momo, fertig. Du bist fast bis da oben gekommen. Wie sieht's denn da aus? Steht hier auch so auf begehbare Fabriken? Also ich finde das ja ganz toll, wenn man hier überall langlaufen kann, ohne irgendwo sich den Kopf zu stoßen. Jetzt stehen die an, weil wahrscheinlich wieder irgendwas nicht passt, ne? Muss da eine gelbe rein, richtig? Okay, also muss die da fertig werden. Eieiei. So. Wie nennen wir die Folge denn? Eier, wie ich da oben zerstöre, wahrscheinlich Omelette, oder? Omelette schreiben wir aufs Thumbnail, das ist schon mal klar. Müssen wir nur noch herausfinden, was sonst noch machen. Ich habe übrigens gelernt, man kann mehr Viecher kriegen, wenn man weitere Inkubator-Module draufsetzt. Wir haben da oben 3 Stück. Dann gehen wir hier hin und sagen mal Inkubator-Modul. Wir brauchen mal den noch. Wie viel können wir denn gerade machen? Nicht so viel, wie ich gedacht habe. Hier nur. Aber Eisenrods sollten nicht das Problem sein. Mal, wie viele wir hinkriegen, bevor was anderes ausgeht. Okay, Schrauben, das Ding. 25 Stück. 25 durch 3 ist eine doofe Zahl, oder? Ja. Aber 24 nicht. Hm? 24 nicht. Haben wir 8 Stück da oben drauf sitzen. Mal gucken, wie viele überhaupt gehen. Ich gehe mal eben da hinten Dinge holen. Das wird schneckentechnisch sowas von eskalieren in dem Moment. Das ist mir jetzt egal. Okay, Worst Case, das staut sich da zurück und die Gelben sind da unten und nicht da oben drin. Wie sieht's bei dir aus? Oh mein Gott. Ich dich ja aus Versehen abbeißen. Und dich auch. Und dich auch.
Oh, ist das Schreck. Wieder da hoch. Packen euch da rein. Sortieren das Ganze mal. Und wie sieht die aus? Kann hier auch gar nichts drin sein. Habe ich jetzt irgendwelche Eier dabei? Nein, habe ich nicht. Ich brauche. Schlangen sind da vorne. Irgendwo bei denen. Fisch. Okay. Fangen sind nicht das Ding. Haben wir. Du bist voll. Hier sind alle voll. Warum sind die Bänder leer? Kommt da nichts an. Wenn hier kein Zeug ankommt. Wir müssen mal eben Fehlersuche gehen. Zeug kommt von. Ach du Scheiße. Oh, ich verstehe. Wir haben Beton. Gehe davon aus, dass wir Beton haben. Ja. Das sieht so aus, als hätten wir Beton. Ich nehme mal ein bisschen Beton mit. So, dann kann das weitergehen und der kann weiterarbeiten. Passt doch auf. Sollte da erstmal alles ablaufen. Die Frage ist, macht es Sinn, den Container da vielleicht auszutauschen? Das macht nicht nur vielleicht Sinn, oder? So, eben. Wir bauen da mal eben einen anderen Container dazwischen. Das ist besser. Sonst wird das hier. Wenn das noch nicht vorher passiert ist, ist aber auch ein Wunder. So. Läufst. Bitte da oben rein. Und dann. Theoretisch müsste jetzt das Zeug von da oben hier unten reinkommen. Jupp. Nein? Ja. Was brav. Dann kann das nämlich da vorne wieder rausgehen. Nicht so viel davon dabei. Ich denke nicht drüber nach. Aber das Eisen läuft wieder und das sollte jetzt auch nicht mehr stoppen. Zumindest solange nicht andere Sachen stoppen. Wenn wir schon dabei sind, könnten wir einmal hingehen. Brauche ich nicht wieder komplett hinten rumrennen. Das gerade nicht schön ist, aber so, das haben wir gemacht. Was wollte ich jetzt tun? Inkubator-Modul.
Ich kann 8 Stück auf jeden nochmal draufsetzen. Nicht, nicht. Cool. Leichen springen mit einer Werkbank. Sehe ich das richtig, dass ich jetzt hier ein bisschen mehr... Ich guck mal hier rein. 16,5 pro Minute. Ich habe noch 5 über. Machst du? 15 pro Minute? 15 pro Minute. Stimmt, der da vorne braucht ja abgesehen vom Inkubator kein anderes. Das heißt, da ist auch der Platz passend. Alter Vater. Inkubatiere mal. Und es ist natürlich wahrscheinlicher, dass ich irgendwelche andersfarbigen Nexe kriege. Läuft ja super. Gut. Wie ich sage, ich möchte auf gar keinen Fall, dass die geschreddert werden. Könnte ich einfach weitere Container hier vorstellen? Weil das ist der letzte in der Reihe. Der letzte in der Reihe wäre der, der dann nichts mehr drin hat. Hallöchen-Container. Bin ich mal relativ nah dran. Und ich auch. Wir können uns hier ein Händchen dazwischen. Und wenn wir merken, dass der voll wird, oder hier was passiert, können wir da immer noch einen draufsetzen und uns hochbauen, bis zu gehen. Klingt nach einem Plan, ne? Einen sinnlosen, aber immerhin nach einem Plan. Okay. Ich brauche einen Mamm. Hier kann man noch was wegnehmen. Mamm. Schnell. Wir fehlen uns die Weißen. Weiße sind gerade ein Problem. Der Satz war politisch sowas von schwierig. Egal, Schwefel haben wir noch keinen gefunden. Oder? Ja, ein bisschen. Können wir hier gerade was machen? Omas Mark II könnten wir freischalten. Nach den Dingern könnten wir noch mal gucken. Da haben wir noch was offen. Eine Rechnung. Irgendwo da vorne. Das heißt, ich könnte da hochgehen. Das sieht so nach dem Bereich aus. Ich lasse das hier mal laufen, in der Hoffnung, dass hier irgendwann mal was ankommt. Sagen. Da schlüpft eine ganze Menge gerade. Also das ist ja geisteskrank, wenn man die ganzen Dinger da drauf legt. Ich das mal an. Ja. Funktioniert. Dann machen wir einmal.
Okay, haben wir das schon mal? Nett, aber Leute nicht eigentlich? Du bist angeschlossen und kriegst... Müsstest du eigentlich? Nicht jetzt blöd? Wer sollte noch? Ich meine, da stehen die... Gehen an. Die dürften nicht anstehen. Die müssten zumindest nicht so lange. Wenn man jetzt sagt, eins geht raus, eins kommt rein. Müssen die nicht ein... Oder kann ich Eier nicht schreddern? Dann hat sich die Aktion hier ja richtig gelohnt. Okay, ich behaupte mal, ich kann Eier nicht schreddern. Da bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Hm. Wie blöd bin ich eigentlich? Ja. So. Habe ich jetzt eine Schnecke oder habe ich nicht? Nein, habe ich nicht. So. Die eine Schnecke möchte ich gerne mitnehmen. Sortieren, da wollte ich drauf. War nicht gut. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat oder nicht. So, eine nehmen wir mit. Denke noch. Keine Omelette. Muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja, so. Ich will gucken, ob wir das da finden. Was ist da? Eine Kiste.
Hi. So. Hätte erst die Schnecke mitnehmen sollen, dann alles andere. Egal. Wollen da hoch. Andererseits brauche ich die Schnecke? Nein, brauche ich nicht. Ich mache genug. Ja, das ist ja ganz cool, wenn man sowas hat, wie überall liegen Schnecken rum. Andererseits, wenn man dann so eine Farm hat, ist es ja vollkommen irrelevant. Ne? So. Dann gehen wir mal da hoch. Also ich glaube, das Zeug ist in der Ecke. Zumindest war das auf dieser einen Karte so. Ich vertraue dieser Karte. Ich muss jetzt nur gucken. Wo genau? War schon nah dran, habe ich gehört. Das ist entweder da oben hoch, dann heißt, ja komm, das machen wir dann. Von oben können wir mehr sehen. Ne? Gehen wir mal hier hoch. Der war. Die Frage, wenn ich hier lang gehe. Ja, ja, Strahlung, ich weiß. Ja, noch mehr Strahlung und noch mehr Strahlung und noch mehr Strahlung und noch mehr Strahlung. Da geht's hoch und da ist die. Wunderbar. Es ist alles herrlich. Okay, wer will jetzt was von mir? Na, Moment. So. Da sind wir. Okay. So, die Frage, wie weit ich dafür noch gehen muss. Und in welcher Höhe? Das da unten dürfte das Kupferzeug sein. Wir gehen da hoch. Alles andere erscheint mir nach Quatsch. Der Kollege da, der wackelt sich auch ganz zurecht. Der ist doch nicht so giftig. Das klang so ein bisschen nach Morsezeichen, ne? In der gelben machen die Stress. Das ist ein Körper. Macht das Zeug. Was macht so einer? Bisschen mit dir kaputt, Kollege. Jetzt wieder das Zeug. Okay. Von hier oben können wir besser sehen. Also das war so ein bisschen in die Richtung rüber. Also letztendlich, ich weiß, dass es nicht hier oben auf dem Plateau ist, sondern weiter unten. Da rennt noch so einer rum. Aber nicht darunter. Auch die Festplatte irgendwas. Kann ich hier runter gehen? Gehen aber erstmal nach vorne gucken. Ja, war ja gut. Mein Gott, leg dich doch mal ab. So, wo kommen wir hier hin?
Serien eh schon wieder schreien. Nein. Es nicht danach aus. Natürlich jetzt hier unten irgendwo sein. Noch mal hier so ein bisschen rum. Einmal in die Richtung. Koordinaten geschrieben, weil ich ihn darum gebeten habe. Dann sollte ich vielleicht auch nach diesen Koordinaten gucken, oder? Das wäre doch wirklich, wirklich clever und auch wirklich, wirklich nett. Kommentare? Eine Sekunde, es geht gleich weiter. Please hold the line. Zeit, Ausbrüche, Module, ja. 1396 minus 1469. Etwa. Das heißt, jetzt mir damit mal eben, nehmen wir den da hin. Fragezeichen passt gerade ganz gut. Ungefähr da. Das heißt, ich springe da jetzt runter. Ja. Wenn ich jetzt hingehe, hinten und sage Highlight, dann dürfte ich. Ich springe hier runter. Dürfte ich da? Nicht weit weg. So. Ist ungefähr hier in dieser Ecke. Okay, hier irgendwo. Jetzt ist die Frage. Wie weit runter darf ich? Weil die Höhe kann man natürlich hier nicht erkennen. Komm du noch her. Aber auch irgendwo da in diesem Übergang unten würde ich daraus hören. Möchte ich auch nicht direkt ganz runterfallen. Das ist ja auch nur eine ungefähre Koordinate. Also jetzt da oben drauf ist, wenn ich das gerade übersehen habe. Wir machen Folgendes. Hier runter. Ist da das Quantenkristallzeug sein? Ich meine, das ist sehr kristallig, ne? Hi. Außer? Das ist halt sehr kristallig, war. Hier in der Ecke. Wir springen jetzt mal hier hin. Ist da ein bisschen rüber. So. Es gibt ja hier nichts, was mehr nach Kristall schreit als das da. Okay.
Jetzt sind auch direkt zwei dicke Hornochsen dabei. Punkt 1. Wir brauchen so ein und so ein. Haben wir alles da. Sieht gut aus. Wir wissen nicht, wie das geht. Da war was. Wir brauchen wie viel? Oh, ich bin so blöd. Lass mich ran. Was ist das hier? Nee, Production war schon gut. Codex. Kenne ich noch gar nicht. Das heißt, ich kann... Warum bin ich hier hin? Und warum kann ich nicht mehr trainieren? Ich habe jetzt 89 Stunden. Habe ich meine dabei? Ja, habe ich. Sind die? Muss ich erst herausfinden, wie ich die Brass Pipe mache. Ich muss ja erstmal herausfinden, wie man Brass macht. So. Ich habe da erstmal welche hingeschmissen. Ich habe das Zeug hier. Das heißt, jetzt erstmal wieder einen Weg zurückfinden. Ich durch die Welt mal. Auch ein Vorteil. So. Und jetzt geht das wieder los mit dem Rennen. Und wir sind schon wieder bei einer Stunde. Yay! Ich folge einfach den Leitungen hier. Oh, ja, ja, ja. Ach. Weg. So, hier lang. Hier rum. Da lang. Hier rum. Oink. Ist aber
auch wieder was los mit den Viechers. Ja, kein Problem. Jetzt erstmal durch, springen nach vorne drauf. So. Entschuldigung, möchte ich gerne überholen. Und weiter jetzt. In die Richtung. Dann muss ich mal gucken, ob ich das im Dingens machen kann. Ah, irgendwas haben. Das heißt, ich müsste irgendwas nicht erforscht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Moment am Ende bin und eigentlich nur muss ich nämlich einen Weltraumlift, meint ich, angehe. Vielleicht noch ein paar Sachen automatisieren, aber ich beschäftige mich mit Schnecken. Vielleicht sind meine Prioritäten doof. Dumm. Kommen wir denn dahin? Ja. Da sind wir fast. Ich meine, so langsam sieht es auch interessant aus, was ich hier baue. Kann man sagen. Ja, vielleicht mal rein. Ich könnte mal gucken. Habe ich noch Holz irgendwie dabei? Dabei. Könnte man das mal beiseite legen. Die brauchen wir gerade überhaupt nicht. Dahin. Ja, hier durch. Irgendwas offen. Melz-Modul bringt mir aber nicht das, was ich brauche. Und das bringt mir das. Ich wette, das andere ist da hinten drin steckt. Das ist ungünstig. Okay. Da habe ich das Zeug auf jeden Fall schon mal gefunden. Ist ja auch schon mal was. Ja. Diese wirre Folge wurde Ihnen präsentiert von... Ich habe auch keine Ahnung, was hier passiert. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.